Guten Morgen, liebe Leute. Moin. Ihr erwischt uns mitten in unserem Trip diesmal, weil wir haben schon so gut 8 oder 9 Kilometer hinter uns. Mhm. Wir haben guten Pace. Genau, wir sind jetzt hier am Kanal, noch in der Nähe von Erlangen bei Mörndorf. Und wo wollen wir heute hin, Christa? Wir wollen zu meiner Mama laufen, zur Oma und da, wo der Lucky auch ist. Nach Strullendorf. Nach Strullendorf, ne? Also es wird ja auch Zeit, dass ich mal die Mutter von der Christa kennenlerne, ne? Und die Oma. Okay. Und deswegen machen wir heute diesen Trip. Das sollten so um die 45 Kilometer sein. Also schon eine Herausforderung für uns. Und das Schöne ist ja, dass ich dieses Mal mittlerweile zumindest sehr motiviert bin, weil es ist schon ein geiles Gefühl, mit seinen eigenen Füßen zu seiner Mama zu laufen. Und mein Freund ist diesmal auch dabei im Ziel. Jawohl. Und empfängt uns. Jawohl. Also anfangs war ich ja noch sehr demotiviert, ne? Weil das ein oder andere Missgeschick passiert ist und da dachte ich schon, oh, das könnte durchaus ein bisschen stressig werden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, meistens, wenn am Anfang was schief läuft, wird es dafür umso besser. Jawohl. Also jetzt habt ihr es gehört, Leute, und wir sind auch bis jetzt schon ganz schön krass durchgepumpt. Ja. Mit für unsere Verhältnisse schon etwas über 6 km/h, also doch ziemlich gut. Und jetzt eine erste Pause und ich denke mal, wir werden so alle 10 Kilometer so Pause machen, so alle 9 bis 10 Kilometer und dann... Ich habe auch Gurken dabei. Gurken, so Salzgurken, ne? Weißt du schon? Ich glaube, die heißen Gewürzgurken. Oder Gewürzgurken. Ja, genau. Und ansonsten, ja, wir melden uns wieder, wenn was Spannendes passiert, ne? Erstmal, ne? Ja, leider kann mir die Dreh diesmal keine Motivation geben, weil sie auf Schulung ist. Ja, und ich hatte vorgestern Wandertag bei mir in der Firma und da habe ich 32 Kilometer gemacht, auch mit einem relativ krassen Pace und es liegt mir noch so ein bisschen in die Knochen. Also wir werden sehen. Selber schuld, jawohl. Diese Strecke, die sind wir bisher auch schon mal gelaufen und zwar bei unserer ersten, sage ich jetzt mal, größeren Tour nach Ebermannstadt. Da sind wir hier auch schon, hier am Kanal entlang gelaufen und ich mag das Kanalwandern eigentlich, weil ja, das ist so, man kann tempomäßig ganz schön draufhauen, ne? Weil es keine anspruchsvollen Trails gibt und es ist ein Lehrstück in Eintönigkeit, was auch nicht schlecht ist. Aber heute werden wir diese Route nicht machen. Das heißt, wir gehen jetzt dann hier bei Großen Seebach oder so ähnlich. Ach, frag mich nicht, wie es jetzt gerade heißt. Aber so in einem Kilometer geht es dann für uns hoch in ein Waldgebiet und dann laufen wir parallel am Kanal durch den Wald letzten Endes. Und wir sollten so 400, 440 Höhenmeter dann insgesamt haben. Okay, der Mörndorfer Rundweg schaut sehr schön aus. Der zwingt uns kurz in den Single Trail. 2 Stufen. Sag mal, Christa, hast du denn schon das Video von mir gesehen, was ich in der wilden Familie gemacht habe? Das habe ich und ich dachte mir, wenn es uns langweilig wird, kannst du doch mal davon erzählen. Naja, also ich meine, ich habe ja schon einiges erzählt, ne, in dem Video, ne? Und das könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Ich meine, es ist halt letzten Endes, ganz runterbrechen, ist es eine Woche in der Natur. Mit Clan- und Kreiskultur. Aber Christa, eigentlich wollte ich dich mal fragen, ne? Ja. Kannst du dir denn vorstellen, da auch mal hinzugehen? Ja, weil da lebt man dann wie früher irgendwie und das hat mich schon immer mal gereizt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Mal schauen, vielleicht kann ich meinen Freund ja auch überreden. Ja, coole Sache, ne? Dann schauen wir mal, ne, wann du da hinkommst, ne? Ja, ich muss bloß die immer dann an irgendjemanden. Das stimmt, weil Hunde sind da nicht erlaubt dort. Ja, so, wenn die Wege bleiben, dann sollte es kein Thema sein. Wir halten nach wie vor so etwa 5,7 km/h, was ich super finde. Ja, wobei optimal. Wir öfter bei den Stufen so mal langsamer werden. Na klar. Ja, die Christa hat jetzt auch so einen Mammut hinten drauf und natürlich noch den Bären, den ihr schon aus der Fränkischen Schweiz-Tour kennt auch, ne? Ja, der ist jetzt nicht mehr alleine und der Lucky ist ja auch dabei. Leute, die Mutter von der Christa, die stellt das Ziel und auch quasi den letzten VP für uns
Und das wird doch bestimmt interessant. Ich glaube, da wird einiger Aufwand getrieben, ne? Ja. Um das schön zu machen. Hallo Christa. Hi. So, wir haben hier eine kleine Zwischenpause, ne? So, wir sind hier in der P-Frank-Hütte, erbaut im Jahre 1972. Die Hütte kam uns jetzt richtig gelegen, denn naja, wir haben jetzt so knapp 17 Kilometer und machen halt eine zweite Pause. Genau, machen wir es so, genau, und folge einfach. Da ist jetzt Matsch, aber du wirst es schaffen. Passt, passt, passt. Und noch einmal so ein bisschen Matsch und dann ist es auch vorbei. So. Okay? Ja. Single Trail. Aber es kommt jetzt erstmal kein Matsch mehr. Single Trail. Wir gehen so rum. Hier ein bisschen Matsch, aber ganz wenig. So, das erste große Waldstück, das haben wir jetzt hinter uns. Und wir sind jetzt in Thurn. Sehr nahe hier ist der Freizeitpark Schloss Thurn, wo ich auch öfter mal mit meinen Kindern war. Und die Christa war da auch mal, ne? Mhm. Jawohl. Also das ist sehr schön. Das ist auch ganz interessant, weil bisher bin ich da immer mit dem Auto halt hingefahren. Ne? Aber jetzt weiß ich, dass es gar nicht so weit weg ist. Leute, das ist verflucht anstrengend. Bei der Hitze auch noch. In der Sonne, jetzt die Steigung da hoch. Aber da vorne ist ein Waldrand. Ich hoffe, dass es dann besser wird. Das Gras hier ist bauchhoch. Das hat man auch noch nicht. Da müssen wir uns dann heute Abend unbedingt mal auf Zecken durchchecken. Genau. Reimt sich. Checken durch. Ja, ja. Zecken durchchecken. Ja, ich habe den Take schon mehrmals jetzt gehabt, Leute. Eine weitere kleine Pause bei Kilometer 22. Jawohl, wir merken natürlich die Höhenmeter, die wir da heute gebucht haben. Aber das ist halt, weil die Hitze noch so kommt, das ist die ja, in den Ortschaften, vor allem. Also wir haben ja jetzt, wir haben zwei große Waldstücke. Das eine haben wir jetzt schon weg und jetzt kommt eins, was etwa doppelt so groß ist nochmal. Aber im Grunde genommen ist das ja gut, denn da ist es denn dann nicht ganz so, da ist es dann nicht ganz so sonnig. Also wenn man solche Phasen hat, wo man mal sagt, oh, ich fühle mich schlappi oder es ist zu heiß und ich kann immer, dann hilft es bei uns immer recht gut, wenn wir so richtig rumalbern und wie kleine Kinder sind, wo die Seele einfach mal baumeln kann. Und das ist dann irgendwie immer wenig so motivierend, wenn man auf einmal einen Lachanfall kriegt und so. Das ja. ist so herrlich. Ja, wenn man halt ein Geschmatti machen kann, ne? Ja, das macht viel aus. Da geht die Zeit schnell rum und dann merkt man gar nicht, dass der Kilometer langsam vorbei ist. Und ja. Jawohl. Und so haben wir das jetzt hier an der Bank, haben wir jetzt die ganze Zeit geschmattig gemacht. Ja, jetzt halt, ja. Und jetzt geht's weiter. Ne? Ja. Leute, uns tropft der Schweiß runter. Ja, das ist echt. Die Höhenmeter in Kombination mit der Hitze. Und wir haben hier eine relativ breite Waldautobahn. Die lässt natürlich viel Licht durch. Ansonsten wäre es vielleicht angenehmer. So, meine Damen und Herren, wir sind hier an der Petersbuche, genau, und da hat man von der Petersbuche aus einen Blick aufs Walberla. Das lässt sich jetzt natürlich wieder hier nicht nachvollziehen mit der Actionkamera, aber man sitzt hier auf so einer Gemütlichkeitsbank, die ihr schon kennt aus unseren Fränkische Schweiz Videos, ne? Und wenn man genau auf der Bank sitzt, dann kann man hier durch dieses Loch im Wald des Walberlers sehen. Und aufs Walberler, liebe Christa, da müssen wir auch irgendwann mal hingehen, ne? Ich war ja schon mal, aber ich kann auch mit dir da noch einmal nach. Jawohl. Und zwar nächstes Jahr, beim, ich glaube, im 1. Mai des Jahres. Oder war es der 3., ich weiß nicht. Aber irgendwann ist nämlich das Walberlerfest. Ne? Mhm. Und da gehen wir hin, ne? Okay. Jawohl. So, und jetzt habe ich noch gehört, die Christa hat hier was... So Wundermittel genommen, ne? Ja, das Magnesium, das hat jetzt, weil mir war jetzt ehrlich gesagt, mir war schon wegen schlecht, weil die Hitze, ich weiß nicht, da war mir fast ein bisschen schlecht, ne? Und ja. Jetzt durch das Magnesium, boah, geil. Ja, ich habe jetzt auch mal eins genommen, das ist Magnesium und ein wenig Calcium. Ist direkt halt so, heißt das, ne? Das ist so ein Direktpräparat.
Das nimmt man ohne zusätzliches Wasser. Mhm. Ich kenne ja sonst nur immer die Tabletten. Aber ich habe letztens durch die Nicole, genau, haben wir Kontakt gehabt mit solchen Direktpräparaten. Ja. Und die scheinen viel besser zu wirken als diese wasserlöslichen Tabletten. So Leute, ja, das ist halt ewig Wald, ne? Aber trotzdem voll heiß. Und trotzdem voll heiß, das stimmt ja, weil der Wald nicht sonderlich dicht ist, ja. Also, naja, okay, es ist wie es ist. Wir müssen da jetzt durch. Okay Leute, also wir sind jetzt schon so lange in der unteren Mark, so heißt dieser Forst hier, unterwegs, dass wir eigentlich auch mal wieder rauskommen wollen. Ja. Problem ist nur, wenn wir aus dem Wald rauskommen, ja, dann wird es wahrscheinlich noch sonniger werden. Und die Sonne, die setzt uns gescheit zu heute. Herzlich willkommen in Schlammersdorf. Ja, wir haben jetzt mal geguckt, so 3 Kilometer weit weg ist ein Edeka. Da werden wir jetzt hingehen. Und da machen wir dann eine etwas längere Pause. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen zäh, weil jetzt, wo wir aus dem Wald draußen sind, jetzt trifft uns die Sonne mit Vollgas hier so, in den Ortschaften. Wir überqueren gerade die Aisch. Jetzt werden wir wahrscheinlich bald wieder den Kanal kreuzen. Und die Hoffnung ist groß, dass wir dann final auf den Rewe stoßen. Edeka. Und dann machen wir da eine gescheite Pause und dann überlegen wir uns, weil die Christa hat gerade so einen Todpunkt, da überlegen wir uns, ob wir noch weitermachen oder ob wir es heute mal lassen. So, wir kreuzen jetzt hier die Regnitz, die ja auch durch Erlangen fließt. Ne? So, und so überqueren wir jetzt auch noch den Main-Donau-Kanal. Und dann müsste irgendwann mal hier ein Edeka kommen oder ein Rewe oder irgend sowas ähnliches. Und dann entscheiden wir uns, ob wir das heute noch weitermachen oder nicht. Wir haben uns jetzt hier entschieden, diese Tour abzubrechen. Die Christa leidet einfach zu sehr unter der Sonne und die Sonneneinstrahlung ist echt heftig. Heute haben wir einfach nicht mit gerechnet. Und deswegen lassen wir uns jetzt abholen und fahren dann zu Christas Mutter. Und essen da trotzdem noch dann. Alles klar, Leute. Ja, die Christa kann schon gar nicht mehr nach oben gucken. Also, dann, Leute, ich filme das lieber nicht. Jo. Also, tschüss. Hast du gut gemacht, Holger, du auch. Jo. Wir sind jetzt bei der Mama angekommen und ich habe jetzt erstmal ein Glas Holunderschorle. Jetzt gibt es Kaffee. Und ja, ich bin froh, dass ich zumindest mit dem Holger 36 Kilometer geschafft habe. Ach, 1, 2, 3, hallo Leute. Hi. Also, wir haben uns gedacht, ne, nachbesprechen ist wichtig und sollte frisch passieren, ne, möglichst schnell nach so einer Entscheidung an Lauf abzubrechen. Dieser Abbruch hier war für mich und auch fürs Team, also eigentlich für uns beide, das allererste Mal, dass wir eine Tour abgebrochen haben. Ne? Fühlt sich grausam an. Das fühlt sich tatsächlich nicht so toll an. Ne? Aber genau deswegen, ne, müssen wir jetzt unser Gewissen auch so ein bisschen beruhigen. Ne? Und mich rechtfertigen. Und wir wollen das gleich ein bisschen nachbesprechen. Ne? Also ich habe Kopfkino seit gestern, weil ich mir vorkomme wie so ein Weichei, aber andererseits, ich wollte ja weiter, aber es hat irgendwie nicht mehr so ganz geklappt. Ja, genau. Und das Ganze war ja so, wir waren ja praktisch 1 Kilometer, ne, vor einem Supermarkt. Rewe, glaube ich. Ich glaube, es war ein Rewe oder es war ein Edeka. Und wir wollten da, eigentlich war der Plan, dass wir da noch hinlaufen. Ne?
und dann uns dort erstmal irgendwas kaufen, ja, meinetwegen Koffein oder halt, was weiß ich, ne, irgendwelche isotonischen Getränke oder so. Ne? Und die Idee war dann, wenn wir das meistern würden, da noch hinzukommen, dann nochmal eine Pause zu machen und dann nochmal überlegen, können wir die verbleibenden 13 Kilometer waren es oder so noch leisten. Auf dem Weg zu dem Supermarkt kam es aber dann zu einer Situation, das weiß ich noch, da hat die Christa zu mir gesagt, Holger, kannst du alleine zu dem Supermarkt laufen? Ich kann nicht mehr. Und da war für mich sofort klar, wir müssen jetzt abbrechen. Sofort. Und dann habe ich halt eben die Abholung eingeleitet. Und wir sind dann an Ort und Stelle einfach sitzen geblieben. Ja. In irgendeinem Schattenfleck, der auch nicht wirklich schattig war. Aber mein Gott, Hauptsache, man konnte sich irgendwo hinsetzen. Ne? Ich konnte gar nicht aufrecht sitzen. Genau, ja. Das war auch sowas, die Christa war dann total zusammengekauert. Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los und so. Aber ich habe immer wieder geprüft, redet sie noch mit mir, ne? Und so, ist das noch okay? Und es ging alles noch so. Ja. Dann haben wir halt einfach gewartet, bis wir abgeholt worden sind. Und dann sind wir eben dann mit unserem Abholungsteam sind wir dann zur Mutter von der Christa gefahren. Und mein Freund hat uns sogar mit der Rassel empfangen, genau. Trotz der Niederlage. Genau, aber Niederlage, da sind wir jetzt schon beim Thema. Von der Niederlage will ich da gar nicht reden. Denn erstens, dieser Marsch steht auf unserer Liste. Wir werden den eines Tages wiederholen. Aber mit weniger Sonne. Dies werden wir sehen, welche Umstände das dann sind. Aber wir werden den eines Tages wiederholen. Auf jeden. So, weitere Gründe, warum ich vermute, warum das schiefgegangen ist, ist auch, dass wir unverhältnismäßig krass gerannt sind am Anfang, so wie uns das oft passiert. Ja, weil das ist meine Schuld, weil ich habe gesagt, ich will auch mal so schnell laufen wie du. Das ist nämlich sehr verlockend am Anfang, wenn man noch fit ist, ne? Mhm. Und dann haben wir auch tatsächlich, ich schätze mal leicht, etwas über 6,3 bis 6,5 km/h erreicht zeitweise. Und ich denke halt einfach, wenn man das mit der Hitze kombiniert. Ja, und das rächt sich dann später. Ne? Und ich meine, später, damit meine ich den Verlauf nach etwa 36 Kilometern. Ja, genau. Dann der Wald, wo wir drin waren, ist auch so eine Sache gewesen. Der Wald, ja. Das ist zwar toll, und es waren gut 8 Kilometer Wald. Also wir waren echt bestimmt 2 Stunden lang nur im Wald und trotzdem hat es uns nichts genützt. Nee. Denn wir waren auf so einer Waldautobahn, die ziemlich breit war. Ne? Und die Bäume darum waren ziemlich licht halt. Ne, und deswegen ist sehr viel Licht reinkommen und deswegen hat es keinen Sinn gehabt. Wir waren also deswegen genauso unter der Sonne, auch wenn wir im Wald waren. Eine weitere Rechtfertigung ist, also als ich dann bei der Mama in der Hollywood-Schaukel gesessen habe, dachte ich, ach ja, wenn ich wieder einen Kaffee trinke und irgend so ein, sie hat extra Holunder-Sirup gemacht mit Wasser. Super war der übrigens. Und als ich das getrunken habe und ein Stück Kuchen, dachte ich eigentlich, ich bin wieder normal, wie immer. Nee, irgendwie hat das nichts genutzt. Ich hätte immer noch nicht weiterlaufen können. Komisch, tja. Das war wahrscheinlich ein Sonnenstich. Möglicherweise war es ein Sonnenstich. Also das sind jetzt, habt ihr jetzt mal gehört, sind so unsere Erklärungen dafür, ein bisschen Analyse betrieben, warum das passiert ist. Aber wisst ihr was, erstmal, wir bleiben, wir bleiben das Wanderteam Team Alt und Blind und wegen sowas lassen wir uns nicht abschrecken. Nein, aber ich könnte mich im Erdboden vergraben. Nein. Musst du nicht. Leute, unterstützt mal die Christa ein bisschen, dass die sich da nicht so schämen muss. Ja, schreibt mal was Liebes in die Kommentare. Hat von euch schon mal jemand abgebrochen? Oh, bestimmt gibt es da welche, die schon mal abgebrochen haben. Ach Leute, genau. Und ansonsten, ne, wir gehen jetzt zum Afrika-Festival hier in Erlangen und hinterlassen euch da auch noch ein paar Eindrücke. So, jetzt habt ihr das davon.